Man kann das Rad nicht neu erfinden, dementsprechend kann man sich keine echten Revolutionen im Automobilbau mehr erwarten, aber doch immer wieder Evolutionen. Und es ist immer wieder verblüffend für mich zu sehen, was Technikern, Designern und Entwicklern zum Thema Flexibilität, Variabilität und Funktionalität einfällt. Bestes Beispiel beim Citroën C2 ist die zweigeteilte Heckklappe. Das Auto ist klein, 3,60 Meter lang, das heißt für den Stadtbetrieb gebaut, und da kommt es immer wieder vor, dass man sehr knapp am Hintermann parkt. Was hat sich Citroën dazu einfallen lassen? Die zweigeteilte Heckklappe, man macht hinten auf, braucht wenig Platz und man kann hier aufmachen. Da drinnen verbirgt sich noch ein Staufach, das fasst 5 Liter, und wenn man sich die Schuhe anziehen will oder bequem hinsetzen möchte, dann funktioniert das auch, vorausgesetzt man hat weniger als 100 Kilo. Citroën hat es wirklich geschafft, mit dem C2 die Produktpalette im Kleinwagensegment mit C3 und C3 Pluriel fein zu vervollständigen. Das Schöne dabei, es ist keine kleine Kopie des C3, er ist ein wirklich eigenständiges Auto, das charaktervoll, kantig und sehr dynamisch daherkommt. Ja, Citroën freut sich jetzt, drei sehr gute Angebote in dem Segment zu haben. Und dieses Angebot, das wir im Moment bieten, ist ja auch sehr unterschiedlich. Wir haben den fünftürigen C3, die Limousine, Stadt-Land-Verkehr. Wir haben den C3 Pluriel, der sehr viel Neues bietet, den man eben auch zum Cabrio umfunktionalisieren kann, zum Spider, zum Pickup. Und wir haben jetzt den zweitürigen C2, der das Angebot quasi nach unten hin abrundet und das dritte Modell in diesem Segment darstellt. Nicht nur von den Ausstattungsniveaus hat Citroën einiges zu bieten, sondern auch was die Komfortzusatzausstattung anbelangt. Es gibt verschiedene Packages, die der Kunde bestellen kann, und die Palette reicht hier von der elektronischen Einparkhilfe bis hin zu einem Navigationssystem mit Farbbildschirm beispielsweise in diesem Kleinwagensegment. Sensodrive schaut nicht nur gut aus im C2, sondern ist auch die Technologie, auf die Citroën in Zukunft setzen wird. Ist eine Tiptronic, die wir schon von anderen Fabrikaten kennen. Das heißt, man kann ganz locker und leger und komfortabel in einer Automatikversion herumfahren. Möchte man dann aber selber schalten, kann man das über den Schaltknüppel wie mit einem sequentiellen Getriebe oder via Schaltwippen am Lenkrad. Dann fährt man mit den 110 PS des VTR wie Schumi.